Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 11. März. Das Glück liegt im Geben. Der Bibelvers für heute steht in 1. Johannes 4, Verse 10 und 11. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Jeder von uns möchte geliebt und angenommen sein. Doch viele versuchen, ihr Glück auf die falsche Art zu finden. Wir suchen es im Nehmen. Dabei liegt es im Geben. Die Liebe Gottes ist das größte Geschenk, das wir bekommen haben. Sobald wir von dieser Liebe berührt werden, sollten wir sie auch an andere weitergeben, damit sie in uns lebendig bleibt. Die Liebe muss von Natur aus geben. 1. Johannes 4, Vers 11 macht deutlich, dass wir die Liebe, die wir empfangen haben, weitergeben müssen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. In Gottes Liebe zu leben ist ein Prozess. Zuerst liebt Gott uns und wir nehmen diese Liebe im Glauben an. Dann lieben wir uns selbst auf eine gesunde Weise, erwidern Gottes Liebe und lernen, auch andere Menschen zu lieben. Das ist der Lauf der Liebe. Nur so ist er vollständig. Wenn wir Gottes Liebe empfangen haben, können wir sie weitergeben. Wir können beschließen, andere Menschen von Herzen zu lieben. Gott befähigt uns, sie genauso bedingungslos zu lieben, wie er uns liebt. Sei herzlich eingeladen, jetzt mit mir zu beten. Herr, hilf mir, deine Liebe nicht nur annehmen zu können, sondern den Prozess zu Ende zu führen, indem ich andere von Herzen liebe. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere meinen Kanal oder leite diese Andacht an jemanden weiter, der heute eine Ermutigung gut gebrauchen könnte. Herzlichen Dank dafür. Bis morgen.